Aufsteiger 1. FC Nürnberg hat dank Joker Tölles Knöll seinen ersten Bundesliga-Sieg nach knapp 4,5 Jahren gefeiert. Der Klub gewann gegen Hannover 96 verdient mit 2:0, 0:0. Die Franken gingen durch ein Eigentor von Waldemar Anton 76., der von Knöll 21 angeschossen wurde, in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte Stürmer sorgte eine Minute später dann auch noch für die Entscheidung. Hannover spielte ab der 29. Minute allerdings in Unterzahl. Mieko Albornis sah wegen einer Notbremse nach Videobeweis von Schiedsrichter Bastian Dankert Rostock die rote Karte, eine umstrittene Entscheidung. Die Niedersachsen sind saisonübergreifend nun seit 5 Spielen sieglos und warten nun schon 11 Monate und 14 Versuche auf einen Auswärtssieg, 21. Oktober 2017 2:1 in Augsburg. Der Klub hatte zuletzt am 26. März 2014 beim 2:0 gegen Stuttgart einen Erstligasieg gefeiert. Nürnberg vs. Hannover, frühe Chancen auf beiden Seiten. Nürnberg hatte vor 36.736 Zuschauern nach 2 Minuten schon die erste dicke Möglichkeit, doch ein Kopfball des freistehenden Georg Markreiter war zu unplatziert. Auch Hannover hätte früh in Führung gehen können. Zunächst scheiterte Pirmin Schwegler an Fabian Bradlow, dritte Ehe der Ex-Nürnberger Niklas Füllkrug, nur um Zentimeter das Klubtor verfehlte, 10. Im Anschluss verflachte die Partie, ehe es in der 25. Minute zum ersten Aufreger kam. Dankert verweigerte dem vermeintlichen Führungstreffer der Franken durch Mikhail Eischek aber zu Recht wegen Abseits die Anerkennung. Wie später zupfte Albornis den enthalten Virgil Misijan, der nach seinem Joker-Tor in Bremen 1:1 sein Startelf-Debüt feierte, kurz vor der Strafraumgrenze leicht an der Schulter. Nach Ansicht der Bilder entschied Dankert zum Entsetzen der Niedersachsen auf Platzverweis. Den folgenden Freistoß setzte Tim Leibold an den Pfosten. Hannovers Füllkrug trifft nur die Latte, der Klub war in Überzahl nun klar überlegen. Die beste Möglichkeit vergab Misijan, der frei am stark reagierenden Michael Esser scheiterte, 37. Ansonsten agierte der Klub zu umständlich. Nach dem Wechsel war Hannover um Entlastung bemüht, konnte sich einige Male auch konstruktiv befreien. So parierte Bradlow einen Schuss von Füllkrug, 54. Er hatte zudem Pech, als er nur die Latte traf, 72. Der Klub zog sich erst einmal zurück und brauchte etwas Anlaufzeit, um wieder ins Spiel zu kommen. Erst Joker Knöll sorgte für die Wende. Die Daten des Spiels: 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96, Tore 1:0 Anton, 75. Eigentor 2:0 Knöll, 77. Rote Karte Albornis, 30. Hannover 1. FC Nürnberg, Hannover 96, die Reaktionen der Trainer Michael Köllner, Trainer 1. FC Nürnberg, die Mannschaft hat einen sehr beherzten Auftritt gezeigt. Ich war mit der ersten Halbzeit super zufrieden. Leider sind wir mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Wechsel haben wir etwas gebraucht und auch in ein, zwei Situationen das nötige Glück. Es war letztendlich aber ein verdienter und wichtiger Sieg, der uns zuversichtlicher und ruhiger in die Zukunft blicken lässt. André Breitenreiter, Trainer Hannover 96, wir sind nicht ins Spiel reingekommen. Es hat die Aggressivität gefehlt, das wirkte pomadig. Das war dann aus unserer Sicht keine rote Karte. Der Nürnberger geht schon vor der Berührung zu Boden. Der Schiedsrichter hat das auch so bewertet. Es stellt sich dann aber die Frage, warum sich der Videoassistent einmischt, obwohl es keine klare Fehlentscheidung war. Die Situation war spielentscheidend. In der zweiten Hälfte hatten wir dann in Unterzahl die Bereitschaft und waren die bessere Mannschaft. Punkt. Aus dem Nichts ist das 1:0 gefallen, danach hat uns der Glaube, aber auch die Kraft gefehlt.